Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz von Holstein Kiel vor unserer Partie gegen Kaiserslautern. Anpfiff auf dem Betzenberg ist am Samstag um 13 Uhr und wir freuen uns, dass über 1000 Kieler Fans sich mit uns auf den Weg nach Kaiserslautern machen. Auf dem Podium begrüße ich wie immer unseren Cheftrainer Marcel Rapp. Marcel, neben den bekannten Ausfällen Bartels, Pichler, Dehne, Ignowski und Komenda, wer fehlt dir am Samstag noch im Kader? Ja, hallo, guten Morgen in die Runde. Luis Holpi wird es auch nicht schaffen in Kader. Da ist einfach noch mit der Bauchmuskulatur noch nicht so weit, dass er einsatzfähig ist. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung. Wir hatten eine gute Trainingswoche und freuen uns auf das Spiel. Ja, vielen Dank, Marcel. Dann mache ich die erste Runde und wir fangen an. Andreas. Ja, moin, Marcel. Zweite Halbzeit gegen Fürth war ja eine sehr starke Leistung, muss man sagen. Die Wende nach dem 0-1 Rückstand zum 2-1 Heimsieg ist das, was dich auch vor der sicherlich sehr, sehr schweren Aufgabe auf dem Betzenberg optimistisch stimmt. Ja, absolut. Also das haben wir ja so uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir intensiv spielen wollen. Haben wir in der Vorbereitung auch schon die ganze Zeit in den Spielen abrufen können. War dann in der zweiten Halbzeit gegen Fürth, glaube ich, sehr, sehr gut. Haben, glaube ich, für uns selber so eine Benchmark gesetzt, was leistbar ist mit der Mannschaft. Und jetzt fahren wir nach Lautern und müssen auch da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und deswegen, weil es so gut geklappt hat, sind wir guter Dinge. Aber wir sind uns auch bewusst, dass das nicht irgendwie auf Knopfdruck ist. Und dann muss ich das immer wieder erarbeiten. Sind in der Woche dran, machen das gut. Und wie gesagt, deswegen fahre ich sehr optimistisch auf den Betzenberg. Ja, das Mikro ist direkt weiter zu Niklas gewandert. Niklas, bitte. Ja, Marcel, bleiben wir direkt bei Kaiserslautern. Es wird sicherlich nochmal ein intensiveres Spiel, allein aufgrund der Kulisse am Betzenberg. Was erwartest du für eine Mannschaft, die auf euch trifft? Ja, eine Mannschaft, die gut organisiert ist, die kompakt steht, die dann ihre Stärken auch im Umschaltspiel hat, die, wenn man die Statistik auch anguckt, einfach nicht viele Chancen braucht, um ein Tor zu schießen, was für die Qualität in der Offensive spricht, die Standards bei Standards sehr gut ist und die natürlich eine gewisse Emotionalität ins Spiel bringt, allein aufgrund der Zuschauer, aufgrund ihrer Spielweise. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, darauf sind wir vorbereitet und freuen uns dann mit den 1000 Kieler Fans, die dabei sind, so dagegen anzugehen. Ja, Matthias, mit der nächsten Frage, bitte. Ja, ich schließe da mal ein bisschen an. Stichwort Zuschauer. Betzenberg ist ja für seine Kulisse berühmt und bekannt und berüchtigt. Wie sehr kann das aber vielleicht auch einen Gegner pushen, wenn da so richtig so ein Hexenkessel ist? Ja, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, seitdem ich Trainer bei Kiel bin, ist, desto größer das Stadion ist, desto besser spielen wir meistens. Also wenn wir jetzt sehen, auf Schalke oder die Leistung in Bremen vor allen Dingen. Also von dem her, glaube ich, ist eine Vorfreude da. Wir sind jetzt mit einer guten Vorbereitung und mit einem guten Ergebnis und mit einer guten zweiten Halbzeit vor allen Dingen in die Rückrunde gestartet. Und jetzt kommt das Spiel in Lautern, ein Top-Spiel in Anführungszeichen, wo alles gerichtet ist. Und deswegen, glaube ich, pusht uns das sehr. Ja, dann gehen wir zu den Kollegen, die digital dazu geschaltet sind und fangen mit Stefan Flom an, bitte. Ja, moin in die Runde, moin herab. Mit einem Dreier sind sie dann, glaube ich, bei 31 Punkten und schon wieder sehr weit oben. Spielt das eine gewisse Rolle in Ihren Überlegungen oder sagen Sie, kommt jetzt die Trainerantwort, ich denke von Spiel zu Spiel und die Tabelle interessiert mich nicht? Es kommt die Trainerantwort, weil es geht immer wieder um die Leistung zu bringen und dann kommen die Punkte, sage ich ja immer, dann irgendwann mal von allein. Jetzt haben wir eine gute Leistung gebracht gegen Fürth, haben 3 Punkte geholt. Wenn wir da an die Leistung anknüpfen können, dann ist der nächste Dreier realistisch. Und deswegen gilt es daran immer, es geht immer auf der so handlungsbasiert zu sein und deswegen geht es um die Leistung auf den Platz zu bringen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, und dann geht's rüber zu Lars Grüning, bitte. Ja, auch von mir, moin moin. Wie viel breiter wird denn die Brust so mittlerweile? Wenn es vorher vielleicht ein M war, so wie im Mittelfeld, ist es schon ein L geworden langsam, wenn man dann auswärts nach Lautern fährt und oben anklopfen kann? Ja, also an Selbstbewusstsein mangelt es uns meistens nicht. Die Jungs sind schon selbstbewusst, die wissen, was sie können. Trotzdem sind wir reflektiert, gucken auch immer so im Spiel, was nicht gut war. Aber wir gehen schon ins Spiel und sie haben eine gewisse Überzeugung. Ganz viele Spieler bei uns sind ja auch erfahren genug. Die haben so Atmosphären und solche Tabellensituationen auch schon in ihrem Leben öfters gehabt. Also von dem her, wir fahren selbstbewusst dahin und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ja, und dann schließen wir die Runde mit Mike Brockstedt einmal bitte. Ja,
Auch moin von mir in die Runde. Vielleicht nochmal ein Wort zu Finn Porat, mit dem er jetzt um 3 weitere Jahre verlängert wurde. Vielleicht können Sie nochmal sagen, warum ist das so ein wichtiger Baustein im Kader von Holstein Kiel? Ja, Finn Porat ist jetzt auch schon eine Weile hier. Es ist für mich noch ein junger Spieler, aber ich glaube, er ist schon Mitte 20, aber trotzdem, glaube ich, hat er noch Entwicklungspotenzial. Identifiziert sich total hier mit dem Verein, finde ich, ist auch auf dem Weg, in Anführungszeichen, hat man immer so Führungsspieler zu werden, im Sinne von übernimmt Verantwortung, ist auch wichtig für die Mannschaft, ist auf dem Platz, hat Energie in seinem Spiel, und trotzdem gibt es noch Potenzial, wo er besser werden kann. Er kann noch torgefährlicher werden, er hat einen sehr guten Abschluss, was man aber irgendwie in den Daten wenig sieht, weil er viel zu wenig Tore schießt für die Qualität, die er eigentlich hat im Abschluss. Und deswegen ist es ein Spieler, der eine Leistung bringt, der konstant eine gute Leistung bringt und trotzdem noch Potenzial hat, besser zu werden und sich total mit der Sache hier identifiziert. Und deswegen sind wir sehr froh, dass er den Vertrag verlängert hat. Ja, wunderbar. Dann gehen wir in die zweite Runde. Da bitte ich die Journalisten hier vor Ort per Handzeichen einmal kurz und die Kollegen digital wie gewohnt das digitale Handzeichen zu heben. Andreas, leg los. Neben der durchaus vorhandenen spielerischen Klasse des ersten FC Kaiserslautern. Das ist ja keine Kloppertruppe mehr, wie vielfach vielleicht zu Beginn der Saison gedacht. Das kann man ja nicht sagen. Aber die werden natürlich schon Schwerpunkt darauf legen, euch den Spaß am Kombinieren zu rauben. Wie kann man denn dem entgehen? Schnellspiel. Schnell spielen, gute Positionen haben. Und trotzdem wird es auch Zweikämpfe geben, wo wir dagegen halten müssen. So war es ja gegen Fürth auch. Und da haben wir es ja auch bewiesen, dass wir auch in den Zweikämpfen gut sind. Ich glaube, wenn man die Zweikampfstatistik anguckt, in der zweiten Liga, da sind wir auch relativ weit oben. Also wir müssen da keine Angst haben. Trotzdem müssen wir davon ausgehen oder müssen wir uns davon vorbereiten, dass es auch mal hart werden kann. Und ja, das ist einfach eine Sache, wo man sich drauf einstellen muss. Und das werden wir machen und werden dann die Lösung finden. Nächste Frage kommt von Mike Brockstedt. Ja, wir haben ja schon über die Kulisse am Betzenberg gesprochen, ganz besonderes Stadion. Welches ist denn für Sie eigentlich neben dem Holstein-Stadion das schönste in Deutschland? Karlsruhe. Das neue, okay. Das alte. ja, die nächste Frage kommt hier vorne von Niklas, bitte. Hätte ich jetzt tatsächlich mit Hoffenheim gerechnet. Aber zurück zu Lautern. Opa sagte es schon, sehr physisch robuste Mannschaft. Das gilt auch für die Standards, die sie spielen. Mit die gefährlichste Standardmannschaft der Liga. Nun seid ihr auch nicht schlecht, aber sie sind nochmal einen Ticken besser. Hat das nochmal eine extra Rolle gespielt diese Woche im Training, auch nochmal extra defensiv Standards zu trainieren? Also keine extra Rolle, wir thematisieren das jede Woche. Also wir machen jede Woche Standardtraining, bereiten uns auf den Gegner vor, lassen uns ein bisschen was einfallen. Also von dem her, wir wissen das, dass es so ist, aber es wird jetzt nicht extra thematisiert, weil wir das einfach jede Woche auf dem Plan haben. Dann die nächste Frage von Stefan Flom, bitte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Kollege Bohnacker eine Frage im Chat gestellt hat, nicht, dass die hier nur untergeht. Das war's von mir. Alles klar, vielen Dank. Ja, das ist ein guter Hinweis, wurde mir nicht angezeigt. Also, und die schriftliche Frage. Lautern ist eine Mannschaft, die auch zu Hause über Konter gefährlich ist, während Holstein Ballbesitz hungrig ist. Wie wirkt sich dies auf Ihre Vorbereitung aus? Ja, genau, also genau so. Wir wissen das. Jetzt müssen wir halt irgendwie überlegen, was machen wir da? Also geben wir Lautern den Ball und sagen, wir wollen auch kontern oder lassen wir so, wie es eigentlich normal ist, dass wir trotzdem Ballbesitzfußball spielen. Tendenziell eher wollen wir den Ball haben und müssen einfach darauf gefasst sein, dass wir eine gute Rechtsverteidigung haben. Aber das ist jetzt nicht nur gegen Lautern so, das ist ganz oft so in den Spielen, wenn Holstein Kiel gegen andere Mannschaften spielt, dass das ein Thema ist. Also von dem her wissen wir um die Stärke von Lautern im Umschalten und werden dann auch da eine Lösung haben. Wunderbar. Ja, Niklas, mit einer Nachfrage noch. Du sagtest jetzt schon, Luis Holtby fällt wieder aus. Das war gerade in der ersten Halbzeit gegen Fürth schon so ein Faktor, dass diese Stabilität im Mittelfeld so ein bisschen gefehlt hat. Bereitet dir das so ein bisschen Kopfzerbrechen Richtung Lautern, wen du da jetzt aufbietest, weil es ja schon so ein bisschen eine neuralgische Position ist, gerade für euer Spiel? Ja, Luis ist ein wichtiger Spieler, weil er einfach auch kommunikativ ist auf dem Platz, weil er einfach da auch nochmal Energie mitbringt. Aber ich sitze ja auch ganz oft hier und sage, wir haben einen breiten Kader, ich habe Vertrauen in fast alle Spieler oder ich habe in alle Spieler Vertrauen. Die haben schon ganz viel nachgewiesen, dass sie zweite Liga spielen können. Die Jungen sind dabei, weil sie auch immer gut trainieren, deswegen werden sie da auch belohnt mit Einsätzen. Und wir haben so viele Spieler,
die auf dem Niveau spielen können, dass mir das jetzt kein Kopfzerbrechen bereitet. Also wir haben so viel Auswahl, dass wir da schon einen Spieler finden, der die Position begleitet, der da auch bestehen kann in Lautern. Ja, dann schaue ich mal in die Runde, ob es weitere Fragen gibt. Ich schaue hier hin. Da ist noch einmal die Hand von Niklas oben, bitte. Ja, ich lege dann doch noch einmal nach. Du sagst ja ungern was vorab zur Aufstellung. Ich muss trotzdem noch mal nachhaken jetzt. Sowohl ein Porat als auch ein Vrid dürften ihre Chancen auf einen Startelf-Einsatz in Lautern durch die zweite Halbzeit gegen Fürth eher gesteigert haben als verringert, oder? Absolut, absolut. Und trotzdem haben wir noch zweimal Training und Trainingsleistung fließt natürlich auch ein, weil wir einfach sagen, so wie man trainiert, so spielt man. Und dann gucken wir mal, so wie sich das Bild dann, das Puzzle zusammensetzt. Wer trainiert gut, wer hat gut gespielt, wie wollen wir es eigentlich angehen gegen Lautern, das ist auch immer noch ein Faktor. Und dann werden wir zum Schluss hoffentlich die besten Elf auf den Platz schicken. Wunderbar, dann schaue ich jetzt in die Runde hier vor Ort. Sieht es so aus, als sind alle Fragen beantwortet. Digital und im Chat sind keine weiteren Fragen vorhanden. Dann danke ich für die Teilnahme, wünsche noch einen schönen Resttag. Wir sehen uns am Samstag und das war's hier aus dem Holsteinstadion. Vielen Dank.